Herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit. Was starten wir denn? Mit. Ich würde sagen, mit der Hexe. Ja, das ist ein Spawner-Deck. Spawner! Ja gut. Was soll ich denn dagegen jetzt tun? Ist jetzt nicht so gut, dass wir hier gegen ein Spawner-Deck spielen, aber kannst du jetzt auch nicht ändern. So, ich werde jetzt versuchen, mit dem Packer und den drei Musketieren auf der anderen Seite zu pushen. Aber das werdet ihr dann erst später sehen. Jetzt versuche ich das erst einmal vom Gegner zu verteidigen. Es gelingt mir sogar relativ gut. Jetzt starte ich hier einen Push mit meinem Riesen. Okay, der Push, der ist schon gut, aber ich kann ihn nicht so wirklich pushen. Denn der Gegner, der pusht selber. Wenn ich jetzt nicht ordentlich verteidige. Aber der Gegner ist so dumm und verteidigt. Ich setze hier mal einen Wutzauber drauf. Soll das Ganze schon easy down gehen? Jetzt können wir mal gucken. Wenn ich den Turm jetzt nicht down kriege, ist das auch kein allzu großes Problem. Das Deck funktioniert relativ gut, aber der Nachteil an dem Deck, es ist extrem teuer. 4,8. Und ich habe eine riesen Truhe bekommen. Jo Leute, wollt ihr sehen, wie ich sie aufmache? Oder wollt ihr es nicht sehen? Schreibt mir in die Kommentare. Das ist mein Deck, mit dem ich aktuell spiele. Und ist ein bisschen teuer. Schreibt mir, ob ich diese Truhe öffnen soll im Video. Das könnt ihr mir unter die Kommentare schreiben. Aber wir machen jetzt weiter. Und zwar mache ich jetzt weiter mit einem Riesenpush. Ist jetzt noch nicht so geil. Aber ich tue Elixier sparen, damit ich hier das zum Beispiel machen kann. Es war jetzt nicht so gut. Ist jetzt noch immer nicht so gut, dass der meinen Riesen jetzt verteidigt. Aber wir machen schon einen relativ guten Push auf der anderen Seite. Wenn er das nicht verteidigt, dann setze ich den Wut. Ja gut. Soll ich die drei Musketiere nicht? Nein, ich spiele sie jetzt mal nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den irgendwie anders besiegt bekomme. Dann habe ich zwar, aber mein Turm ist down und das gefällt mir nicht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich die neuen Elixier noch zusammenkriegt. Komm. Okay. Das läuft jetzt mega blöd. Setz noch einmal den Hut, dann sollte der Turm down gehen. Jetzt der Eismagier. Und dann warten wir mal, was der Gegner tut. Okay, er tut im Moment noch nichts. Und ich gewinne wieder. Ich sage immer wieder, meine Decks sind nicht die besten. Aber sie sind gut. Zum
Arena fighten, aber nicht um in der Herausforderung zu spielen. Mach mal das nächste Mal weiter. Dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.